Hi, das hier sind Pizzarosen bzw. Pizzaschnecken vom Grill. Supergeil, ganz einfach gemacht. Und wie ihr die macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Pizzarosen brauchen werde. Los geht's mit dem Teig. Den habe ich gestern Abend gemacht. Wie man diesen Pizzateig macht, habe ich euch mal in einem Video gezeigt. Verlinke ich euch sehr gerne. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Dann brauchen wir etwas von meiner mediterranen Gewürzmischung. Einen leckeren Ketchup. Wir brauchen etwas Schinken. Etwas Käse, das ist Emmentaler Käse, gekochter Schinken. Wir brauchen etwas Trennspray und wir brauchen eine Muffinform, denn da werden wir die Pizzarosen dann später reinsetzen. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Natürlich brauchen wir auch einen Grill, der heizt gerade schon vor und ich würde sagen, wir legen los. So, als allererstes bringe ich mal die Schnibbelsarbeit hinter mich. Das heißt, wir halbieren einmal den Käse und wir halbieren einmal den gekochten Schinken. Was ihr da letzten Endes nehmt, ob ihr gekochten Schinken nehmt, ob ihr Bacon nehmt, was auch immer, ist ganz euch überlassen. Gekochter Schinken, finde ich, passt aber ganz gut. Mit Thunfisch wäre es sicherlich aber auch eine ziemlich geile Nummer. Auf jeden Fall wird der gekochte Schinken auch einmal halbiert. Damit können wir ihn schon beiseite stellen. Käse halbiert, Schinken halbiert, Ketchup brauchen wir später, mediterran auch. So, weiter geht es mit dem Teig. So, ich höre jetzt schon alle Italiener aufschreien. Das ist ein Teig, der mit Hartweizengrieß gemacht worden ist. Ist wirklich ein super Pizzateig, eignet sich hervorragend für eben solche Geschichten. Den nehme ich jetzt gerade mal hier aus der Schüssel raus. Und diesen Teig müssen wir jetzt wirklich dünn ausrollen. Und das ist der Grund, warum ich auch ein Nudelholz nutzen werde. Ich weiß, jetzt wird wieder geschrien, nutze kein Nudelholz und so weiter. Es ist für mich und auch für euch einfacher, wenn ihr das einfach mit dem Nudelholz macht. Ich gebe jetzt ein bisschen Hartweizengrieß oben auf den Teig drauf, damit er gleich nicht hier an dem Brett so anklebt und dann wird er mit dem Nudelholz entsprechend ausgerollt. Wir wollen schöne lange Streifen haben, aus denen wir dann später die Rosen formen können. So schaut der Teig jetzt fertig ausgerollt aus und jetzt schneide ich mir da Streifen und zwar so in dieser Stärke hier. Dass wir also solche Lappen sozusagen bekommen. Ja? Das ist das, was wir haben wollen. Daraus werden wir dann gleich die Rosen formen. So, und wenn wir dann die Streifen haben, dann kommt der Ketchup mit ins Spiel. Dann gibt es eine dünne Schicht Ketchup. Wir haben hier den Käse. Der ist, wie gesagt, in Scheiben geschnitten. Dann habe ich hier den Schinken. So, und dann wird das Ganze von hinten an aufgerollt. Dass wir dann so eine Rose daraus bekommen. Wunderbar. Dann habe ich hier meine treue Muffinform. Die sprühe ich jetzt mit Trennspray ein. Ihr könnt die auch einfach mit Rapsöl einreiben, aber das Trennspray vernebelt halt entsprechend besser. Und wenn wir das gemacht haben, können wir uns diese Rose nehmen und einfach in die Muffinform hineinsetzen. Hat den Vorteil, der Teig wird natürlich gleich noch ein bisschen aufgehen und der Käse auch etwas auslaufen. Und dadurch, dass das eben in dieser Form drin sitzt, versaut es uns nicht den Grill. Plus, dass es eben nicht abhauen kann. Ja, so, ich bereite jetzt die anderen vor und dann geht es gleich weiter. Kurz Zeit später schauen dann unsere Rosen so aus und jetzt werde ich von oben in die Rosen ein ganz klein wenig von meiner mediterranen Mischung reingeben, dass wir da also dann diesen Pizzageschmack wunderbar noch dran kriegen. Und damit sind die Pizzarosen fertig vorbereitet und kommen jetzt auf den vorgeheizten Grill. So, mein Napoleon habe ich mir vorgeheizt auf 210 Grad. Indirekte Hitze, das heißt, in der Mitte sind die Brenner aus. Ich schnappe mir hier die Muffinform, stelle die in die Mitte rein, dann machen wir den Deckel zu und dann lassen das Ganze backen bei 220 Grad. Ich denke mal so gute Viertelstunde bis 20 Minuten. So, knappe 20 Minuten bei 220 Grad später sind wir hier. Schaut euch das an. Die Pizzaschnecken sehen absolut fantastisch aus und die nehmen wir jetzt vom Grill runter, lassen sie ein klein wenig abkühlen und dann wird probiert.
So, da sind sie jetzt. Also die Pizzarosen, wir nehmen mal eine raus. Ihr seht, die lösen sich hervorragend. So sieht das Ganze von unten aus. Und ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein Messer, schneiden sie mal durch und dann wird probiert. Guck mal, der Teig ist richtig schön durch, der Käse richtig geschmolzen und heiß sind sie. Heiß sind sie, holla die Waldfee. Aber eine geile Nummer. Also, auf geht's. So, hier ist also jetzt ein Stück von dieser Pizzarose bzw. von der Pizzaschnecke und sie riecht fantastisch. Wir beißen mal rein. Der Käse zieht sich, sie ist super saftig, super lecker. Also letzten Endes könnt ihr ja wirklich eine Scheibe Käse, eine Scheibe Schinken für so eine Schnecke rechnen. Bisschen Ketchup mit dran, bisschen Gewürz. Eine richtig feine Geschichte, die sich super vorbereiten. Das könnt ihr in den Kühlschrank stellen und dann einfach für eben gute 20 Minuten bei 220 Grad auf den Grill eine richtig geile Nummer. Teig ist perfekt. Wie gesagt, wie man den Teig macht, verlinke ich euch unten. Es ist ganz einfach, einfach über Nacht gehen lassen und dann wird er wirklich perfekt. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hiervon schon eine Insta-Story gesehen. Also folgt mir sehr gerne bei Instagram, Barbecue aus Rheinhessen. Da seid ihr immer ein bisschen näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ist wirklich super einfach. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.